ich habe manchmal das Gefühl, gerade auch wenn man an Leute denkt, mit denen man eher schwer kann, dass ich manchmal zu wenig Liebe habe und da muss ich, oder frage ich Gott manchmal einfach, hey, was denkst du über diese Person, die mir gerade so schwer fällt, die so anstrengend für mich ist, so. Und es ist so schön, dann zu hören, ja, oder zu wissen, was er über sie denkt. Und das beschäftigt mich dann oft auch so tief, wie ich über Personen denke, im Gegensatz zu Gott. Und ich merke, da bekomme ich mehr Liebe für eine Person, wenn ich weiß, wenn ich Gottes Perspektive über sie kenne. Ja, und es hat zum Beispiel auch im Bereich mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, echt schon irgendwie Sachen voll verändert, dass ich wirklich viel mehr Liebe für die Personen hatte. Ja, als ich mir diese Frage durchgelesen und so ein bisschen überlegt habe, was da bei mir aufkommt, bin ich an meine Studienzeit zurückerinnert worden. Und zwar war ich damals in einer großen Gemeinde mit verschiedenen Jugendhauskirchen. Und in unserer Region allerdings gab es sowas nicht, beziehungsweise nur im kleinen Rahmen, wo ich mit teil sein durfte, was mega cool war. Das hat sich dann irgendwann so ein bisschen verlaufen, weil die Leute zum Studieren weggegangen sind. Und da war so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter? Und ich hatte mit zwei, drei anderen einfach den Gedanken, hey, lass uns gerade auch für die nächste Generation, die jetzt gerade da ist, an Leuten, die mit der Gemeinde verbunden sind, irgendwas aufziehen. Und ich würde sagen, wir haben genau wie der Telemachus da in dieser Geschichte, sind einfach mit unserem Korb gekommen und haben so ein bisschen unsere Ideen reingeworfen und gesagt, hey, das bringen wir mit, mal gucken, was Gott draus macht. Und mit der Zeit ist da voll eine Dynamik einfach bei uns so ein bisschen in der Kreisstadt entstanden. Wir haben quasi einen Jugendabend gestartet, den wir Wohnzimmer genannt haben, der auch so über die Zeit richtig zur Heimat für viele verschiedene Jugendliche auch in unserer Gegend geworden ist. Wir haben dann sogar angefangen mit Geflüchteten zusammen zu kooperieren, haben die eingeladen und haben da so ein bisschen, unterschwellige Migrationsarbeit betrieben. Und das war mir im Moment, als ich gesagt habe, hey, lass uns irgendwie einen Rahmen schaffen, damit die Jugendlichen aus der Gemeinde einen Anknüpfungspunkt haben, war mir nicht bewusst, was da draus wird. Aber die Ideen, die da entstanden sind, die Angebote, das war so cool, wie Gott da einfach, ich würde schon sagen, seinen Segen draufgelegt hat. Und wir erleben durften, wow, jeder bringt so ein bisschen seines rein und Gott multipliziert es auf eine besondere und vielfältige Art und Weise. Das fand ich sehr, sehr stark und da erinnere ich mich sehr gerne dran. Thank you.